Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ArcAge. Ja, das letzte Mal haben wir ja hier im Firan-Anfangsgebiet gestartet. Und wir haben erfahren, dass heute unser Ehrentag ist. Wir werden nämlich in das Rudel aufgenommen, weil wir volljährig werden. Aber wir müssen erst noch ein Ritual hinter uns bringen. Ja, wir sind jetzt hier in Whisperwind. Und da würde ich sagen, laufen wir mal zu unserem Verehrer, der Bashe, und schauen, was er uns zu sagen hat. Willkommen. Ich habe schon auf dich gewartet. Dann ist es heute also endlich soweit. Ich weiß noch, als mein Neffe Uldune sein Tiro-Ritual ablegte. Er konnte vor lauter Aufregung kaum stillstehen. Also werde ich dir dasselbe sagen, was ich auch ihm gesagt habe. Alraunentabletten. Das ist es, was du brauchst. Nimm eine während des Rituals und du wirst dich bestens fühlen. Hinter meinem Zelt solltest du einige Alraunen finden. Warum erlegst du nicht ein paar und bringst mir die Alraunenwurzeln? Okay. Und wir sind Level Up. Jetzt sind wir Stufe 3. Ich habe einen Skillpunkt erhalten. Skills aufrufen. Entschuldigung. Das haben wir ja schon. Aufgeladener Bolzen, Rang 1. Kann man da schon Rang 2 machen? Nein, kann man nicht. Den könnte man nur in die Leiste ziehen, aber das habe ich ja schon. Durchbohrender Schuss, Rang 1. Mhm. Feuert einen giftigen Pfeil ab, der sofort 90 Fernkampfschaden und Schaden über Zeit verursacht. Mhm. Das geht noch nicht hier unten, die passiven Fähigkeiten. Gut, das geht ja nur. Es geht ja nur dieses erstmal. Dann nehme ich das. Setzt du das im Kampf Skills mit hervorgehobenem Rahmen ein, kannst du einen zusätzlichen Combo-Effekt erhalten. Okay, alles klar. Da bekomme ich es nochmal erklärt. Investiere Skillpunkte zum Erlernen neuer Skills. Klicke auf das Skill-Symbol in der Menüleiste oder drücke K, um das Skill-Fenster zu öffnen. Okay. Ich finde das ja immer schön, wenn man hier alles erklärt bekommt. Wen haben wir hier? Jasmin. Nur einen Moment. Bevor du dich deiner Prüfung unterziehst, solltest du hinter unserem Zelt etwas Farnkraut für mich pflücken. Der Mara hat gesundes Essen für all die jungen Firan, die am Theoritual teilnehmen, angefordert. Aber ich benötige Farnkraut, um dieses Gericht zuzubereiten. Könntest du mir welches besorgen, während ich auf den Topf aufpasse? Ja, das machen wir natürlich gerne. Klicke auf das Questbuch-Symbol unten rechts oder drücke L, um dir Quest-Details anzusehen. Alles klar. So, wo müssen wir denn da hin? Das ist beides hier drüben. Ah, und da ist Lucius wieder, unser Mentor. Willst du Questgegenstände finden, dann suche in den markierten Kreisen auf deiner Minikarte. Ja, das haben wir ja schon getan. Hier zum Beispiel Farnkrautfang wird hier als Quest 2 angezeigt. Oh, und ich sehe gerade, ich habe wieder vergessen, mit jemandem zu reden. Wo ist der denn? Ah, da oben, okay. Das ist der Mara. Das kann natürlich sein, dass der uns dann direkt zur Prüfung schickt. Dann würde ich doch ganz gerne erst noch die anderen zwei Quests machen. Oh, los aus dem Weg, sagt der Wächter. Ich gehe ja schon. Ja, hier könnt ihr sehen, gibt es einige Händler. Wenn ihr ein Haus gebaut habt und eine Farm habt, könnt ihr dort zum Beispiel dann Samen für eure Feldfrüchte kaufen oder wenn ihr eine Plantage anbaut auf eurem Grundstück, könnt ihr hier Bäumlingssamen kaufen oder wenn ihr Nutztiere züchten wollt, hier Nutztierhändler, ich kann ja mal anklicken, da könnt ihr das mal sehen, Milchkalb zum Beispiel und dann halt die Beschreibung, was wichtig ist, was es frisst, welches Klima es braucht. Also ArcAge ist, was das anbetrifft, sehr komplex, aber ich denke, wenn man sich da erstmal ein bisschen reingefuchst hat, ist das gar nicht so schwer. Das sieht jetzt vielleicht viel aus, aber letztendlich kommt man da sehr gut rein. Ich muss sagen, ich bin ja kein Stammspieler und man kann nur als Stammspieler sich ein Grundstück kaufen, dort ein Haus bauen und dann das alles machen, also in dem Ausmaß. Deswegen kann ich euch darüber gar nicht so viel erzählen. Es gibt zwar die Möglichkeit, als Nicht-Stammspieler auf sogenannten öffentlichen Farmen sein Gemüse anzubauen und auch seine Tiere zu züchten,
aber das sind halt öffentliche Farmen, das ist nicht dein eigener Bereich und da musst du dann zum Beispiel, wenn du da eine Vita-Wurzel zum Beispiel anpflanzen würdest, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber sagen wir mal, du tust eine Vita-Wurzel dort anpflanzen, die 5 Stunden brauchen würde, musst du in 5 Stunden zurückkehren. Und wenn du in diesen 5 Stunden dann nicht zurückkehrst und die aberntest, kann es sein, dass andere Spieler die mitnehmen, weil dein Eigentum nur eine begrenzte Zeit lang auf den öffentlichen Farmen geschützt ist. Kann ich gut nachvollziehen. Ich möchte das System auch überhaupt nicht kritisieren, weil ich denke immer, wenn man Spaß an Spielen hat, dann sollte man dafür auch ein bisschen Geld investieren. Und ich werde auf jeden Fall früher oder später mir hier auch ein Stammspieler-Abo holen. Ich glaube, das kostet normaler Preis 10 bis 12 Euro im Monat, weil ich dieses Housing auch unbedingt mal ausprobieren möchte. Nur bisher habe ich es eben noch nicht und da möchte ich euch vorwarnen, dass ich euch deswegen darüber, über die Zucht von Tieren zum Beispiel, noch nicht so wirklich was erzählen kann. Ich bin eher diejenige, wo hier dann sich in die Geschichte einfühlt und viel questet. Ja, Crema, ganz wichtig, Gebrauchtwarenhändler sozusagen, da gibt es alles Mögliche, Gemischtes, Stallknecht, den haben wir hier noch, mit dem kann man nichts machen, Rüstungshändler, Handwerksmeister, ja, Berufe habe ich noch keine, hier kann man sich Wasser am Brunnen holen. Das braucht man zum Beispiel später, wenn man einen Mount hat, weil hier in ArcAge tut man ja die Mounts auch sozusagen füttern. Drücke Numlock, um automatisches Laufen zu aktivieren, ohne dabei die W-Taste gedrückt halten zu müssen. Also man zieht sie praktisch auf, das wollte ich noch sagen. Ach, wie süß hier, die kleinen Rehe, die grünen. So, was haben wir denn hier drüben? Oh, Plateau-Erdelementar, die sehen ja übel aus, aber ich glaube, die sind gar nicht so böse, wenn man ihnen nicht zu nahe kommt zumindest. So. Fünf von fünf. Genau, die Alraunen brauchen wir noch. Ich glaube, da halte ich lieber ein bisschen Abstand. Wobei, was sind die Stufe 3? Wir auch. Da sollte das eigentlich keine großen Probleme bereiten. Da brauchen wir 3 Stück. Ja. Die sehen eigentlich ganz lustig aus. Wäre auch süß als Haustier. Okay, her damit. Noch eine. Da drüben. Also ich muss sagen, bisher ist Bogenschütze noch sehr einfach. Bin mal gespannt, ob das bleibt oder ob es dann noch komplizierter wird mit höherem Level. Mein Hauptcharakter in ArcAge ist Zaubersängerin. Ja, ist ein lustiger Name für die Klasse. Aber da man in ArcAge seine Klassen auch kombinieren kann und ich unbedingt zu meinen Zauberer-Skills noch Heilskills haben wollte, ist da Zaubersängerin draus geworden. Sängerin ist für den heilenden Aspekt und Zauberer ja, erklärt sich ja von selber. Magierin eben. Ja, und damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Mit dem Charakter queste ich auch immer alleine. Und ja, ich muss sagen, bisher hatte ich keine großen Probleme. Mit Level 20 bekommt man auch eine Quest oder kann man eine Quest machen, wo man dann einen Begleiter bekommt, der einem auch noch im Kampf hilft. Das ist dann also kein Problem. So, alle Quests fertig. Ja. Hast du die Wurzeln? Gute Arbeit. Nur einen Moment, dann bereite ich die Tabletten für dich vor. So, hier bitte. Die frischesten und stärksten Alraunenpillen. Wenn du auf dem Weg zur Zeremonie Uldune siehst, würdest du ihm dann bitte welche geben? Nicht, dass sie ihm ausgehen, bevor er seine Prüfung beendet hat. Okay. Ich hoffe, du und Uldune kommt sicher durch das Ritual. Okay. Danke. Du bist zur Zeremonie da, richtig? Grüß unseren Uldune, wenn du ihn siehst. Das werde ich tun. Und wir sind schon wieder Level Up.
Jetzt habe ich Rang 2 bei aufgeladener Bolzen erreicht. Okay. Dann gebe ich mal noch die Quest hier oben ab. Bei Mara Abaran. Yvain, ich hatte gehofft, dass ich dich heute sehen würde. Das sag ich jetzt. Mara Abaran, ich bin gekommen, um das Tiro-Ritual durchzuführen und als vollwertiges Mitglied des Stammes angenommen zu werden. Du hast in den letzten Jahren so viel für unseren Stamm getan. Ich konnte mich von deinem Mut und deiner Beharrlichkeit überzeugen und bin stolz, dein Mara zu sein. Möge dein Fell vom Wind gestreichelt und dein Magen voll sein. na gut, wenn ihr beide fertig seid, fangen wir mal mit dem Kampf an. Oh, ein Kampf. Diese Gilda-Sterne, die wir manchmal als Questbelohnung schon bekommen haben, da könnt ihr euch unter anderem Mounts oder Gegenstände für euer Haus kaufen. Das kann ich euch dann aber noch in Ruhe mal erklären und zeigen, wenn es soweit ist, dass wir zu diesen Händlern kommen. Du hast den offiziellen Erwachsenwerdungssegen des Mara erhalten. Jetzt musst du dich dem Windgott beweisen. Nimm diese Flagge, stell sie in den Beschwörungszirkel des Stammes auf, dann erscheint ein Windwächter. Wenn du ein wahres Kind des Windgottes bist, wirst du es mit Leichtigkeit schaffen und in der Lage sein, das Ritual fortzusetzen. Mal sehen, ob du das Zeug dazu hast, ein wahrer Vierrangkrieger zu sein. Okay. Du aktivierst Questgegenstände, indem du ihre Symbole im Quest-Tracker rechtsklickst. Ja, das weiß ich. So, hier müssen wir die Flagge aufbauen. Bin ich mal gespannt, wer da kommt. Huch, okay, da ist er schon. Größer, als ich erwartet habe. Der zieht mir schon was ab. Aber kein Problem. Können wir die Quest direkt wieder abgeben. Entweder bist du ein echter Vieran oder du hast unglaubliches Glück. Das reicht, Duskal. Yvain hat diesen Teil der Prüfung offiziell bestanden. Als die Sonne sich den Weg am Horizont bahnt, bricht die Dämmerung deines Tiro-Rituals herein. Seit jeher wird dieses Firran-Ritual praktiziert, das den Übergang zum Erwachsenwerden markiert. Die Elemente Wind, Wasser, Feuer und Erde sind die wahren Herrscher über Leben und Tod. Das Ritual zu bestehen bedeutet, den Segen eines jeden Elements als erwachsener Krieger zu haben. Ja, diese kleinen Videos ziehen sich durchs ganze Spiel und ich finde es unglaublich toll und liebevoll gemacht. Also fühlt man sich irgendwie noch mehr in die Geschichte ein. Ich finde das richtig klasse. So, mal sehen. Suche Sanish am Fuß der Werdeklippen. Sie wird dich zur Prüfung führen, um mit dem letzten Abschnitt deiner Reifeprüfungszeremonie zu beginnen. Die Geister werden dich auf die Probe stellen, auf das du als Krieger hervortrittst. Okay. Wo müssen wir da hin? Ah, das ist ein ganzes Stückchen zu laufen. Aber ich mache mich mal auf jeden Fall noch auf den Weg. Ja, wenn ihr Berufe machen wollt, habt ihr auch eigentlich in fast jeder Zuflucht die Möglichkeit dazu. Zum Beispiel hier Webestuhl, ich kann ja mal draufklicken. Schneiderausstattung, da könnte ich jetzt zum Beispiel eine einfache Angelschnur herstellen, wenn ich das Material hätte, nämlich Baumwolle. Und Wolle. Das bekommt man, soweit ich weiß, von Schafen. Kann man aber auch im AHA kaufen, wenn man keine eigenen Schafe hat. Was gibt es hier noch? Ach, hier kann man jede Menge herstellen. Seht ihr ja schon. Das war jetzt zum Beispiel Schneider. Dann haben wir hier Lederrüstung. Da könnte ich mir also auch Rüstung herstellen. Mhm. Brauche ich aber auch einige Materialien dafür.
Also später gibt es auf jeden Fall noch Quests, wo man sich eine epische Rüstung selber herstellen muss. Das ist im, lasst mich kurz überlegen, nächsten oder übernächsten Questgebiet. Und da bekommt man das dann alles nochmal in Ruhe erklärt mit den Berufen und wie man sich selber Rüstung herstellen kann, wo man die Materialien dazu herbekommt. Deswegen möchte ich da gar nicht so viel jetzt erklären und nicht so vorweggreifen. Oh, und das ist, das glaube ich, kriegen wir jetzt auch nochmal erklärt. Axtförmige Questmarkierungen kennzeichnen tägliche Jagdquests. Genau, okay. Das sind Dailies und die könnt ihr, wie der Name schon sagt, jeden Tag wieder machen. Das sind meistens Quests, wo ihr dann zum Beispiel 5 Elementare umbringen müsst oder 3 Pflanzen sammeln und so weiter und so fort. Die kann man jeden Tag machen. Huch, jetzt habe ich den ersten Teil des Satzes nicht gelesen. Natürlich schaffen die gierigsten Vierern es gar nicht erst zur Tiere-Prüfung. Sie werden schon vorher fertig gemacht. Pass also auf dich auf. Okay, werde ich auf jeden Fall machen. Ich möchte ja mein Reifritual gut hinter mich bringen. So, aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge erst weiter. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Macht's gut!